lieber Kevin, liebe Elisabeth, ihr habt euch vor 12 Jahren in der Schule kennengelernt. Aus diesem ersten Blick ist eine Liebe entstanden, die euch an diesen Ort hier heute geführt hat. Du, Elisabeth, warst lange meine Religionsschülerin. In dieser Zeit haben wir beide uns nichts geschenkt. Und ich hoffe, es wird nicht peinlich, wenn ich verrate, dass damals im Lehrerzimmer von dir als der wilden Hummel nicht selten die Rede war. Kevin, Lego war ja ein großer Bestandteil in unserer Kindheit. Mühevoll hast du dann riesige Ritterburgen zusammengebaut und hast sie bestaunt, bis dann der kleine freche Bruder kam und sie einfach ohne wirklichen Grund einfach zerstört hat. Trotzdem warst du mir aber nie böse und auch hier danke dafür. Wenn es Ärger gab von den Eltern, haben wir immer zusammengehalten und das tun wir auch heute noch. Du warst und bist immer für mich da und das werde ich auch für dich in Zukunft sein, oder? Ja. Was habe ich geschrieben? Und genauso werde ich das auch für dich sein. Wie eingangs erwähnt, haben wir uns am Karl-Benz-Gymnasium in Ladenburg kennengelernt. Aber auch ihr habt euch dort kennengelernt. Es begann in der 9. Klasse. Von da an wart ihr in einer Klasse. Mehr zunächst auch nicht. Wurdet gute Freunde, bis es dann am 16. Mai 2008, das sind nun über 10 Jahre, bei einem ersten Kuss geschnackelt hat. Es war nämlich genau beim Betze auf einer Party und ich werde es nicht vergessen, ich war schon im Bett, es war 11 Uhr oder so, und Elisabeth im zarten Alter von 15 reißt die Tür auf und sagt, nur dass du es jetzt weißt, ich bin mit dem Clem zusammen. Als ich von eurem Antrag gehört habe, sind mir eigentlich gleich mehrere Bilder in den Kopf gekommen. Das erste war, dass ich mich natürlich riesig gefreut habe für euch, dass es jetzt geklappt hat. Der zweite war, dass es auch endlich mal Zeit wurde. Und der dritte, der hängt mit was zusammen, was uns Elisabeth davor als mal schon erzählt hatte, wie sie sich das vorstellt, wie der Kevin ihr den Antrag machen wird. Hier wurde uns kundgetan, dass sie sich vorstellt, dass Kevin sich auf ein Pferd setzen wird und vom Pferd aus ihren Antrag machen wird. Genau dieses Bild, Pferdefreund Kevin, sitzt auf dem Pferd, macht Elisabeth einen Antrag, hatte ich da im Kopf. Das Schöne an den beiden ist, dass sie es irgendwie schaffen, zum einen sich Freiraum zu gewähren. Elisabeth war zum Beispiel in den USA und Kevin hat sich einen Bart wachsen lassen. Wir waren ja im Standesamt und was mich da inspiriert hat, ist so dieses Buch, was ihr gekriegt habt, dieses Stammbuch. Und Stamm ist was Schönes. Und wie ich da so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist ja der familiäre Stamm, den kann man sich nicht aussuchen, den hat man halt, den muss man nehmen, so wie er ist. Aber was ihr euch erarbeitet habt und was ich auch ganz wichtig finde, ist dieser soziale Stamm. Ihr pflegt eure Freundschaften, ihr habt lange Freundschaften, ihr habt gute Freundschaften. Da gucke ich mal nach oben. Da ist ja noch nichts. Lass dann noch so ein bisschen was wachsen. Ich glaube, das wünschen wir Alten uns, wo wir dann noch mal gefordert werden als Oma und Opa. Gottes Segen auf euch, auf allen euren Wegen. Ich liebe euch. Wir wünschen euch Liebe. Die Liebe, die ihr gebt und die Liebe, die ihr bekommt. Die Liebe, die ihr fühlt und die Liebe, die ihr wollt. Die Liebe des Anfangs und die Liebe des Endes. Ich verspreche, dass deine Familie jetzt auch meine sein wird. Ich verspreche, die Sicherheit, Kraft und Freiheit zu geben.
Ich verspreche, deine Meinung immer zu respektieren und ich verspreche, dass du sie auch mal durchsetzen kannst. Ich verspreche, dass ich immer mit den passenden Klamotten aus dem Haus gehen werde. Ich verspreche, dass ich dich lieben werde. Dir immer in den Arsch zu treten, wenn du aufräumen sollst. Ich verspreche, rohe Zwiebeln und Bier auch mal wortlos zu ertragen.